So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute über eine Mac App Review und beziehungsweise auch ein Windows App Review, wie man es auch nennen will. Ja, denn dieses Programm gibt es auch für Windows. Das heißt, wer keinen Mac hat, kann trotzdem zuschauen. Gut, das Programm heißt WinX HD Video Converter for Mac in diesem Falle. Andernfalls, keine Ahnung, für Windows. Ja. Und zwar ist es eigentlich ein relativ simpler Videokonverter, der in so ziemlich alle gängigen Formate umwandeln kann. Und zwar, man zieht einfach hier ein Video rein. Ich habe mal hier das letzte Video über Mac Tracker reingezogen. Und dann sieht das Ganze so aus. Da können wir dann noch den Output-Folder, also da, wo es hingespeichert werden soll, angeben. Und ja, wir können hier noch, wenn wir den Ton jetzt nicht drauf haben wollen, dann nehmen wir den einfach raus. Und ja, wenn wir jetzt ihn zu irgendeinem Format konvertieren wollen, dann ist es relativ simpel. Ihr seht hier eine Oberleiste quasi, zum Beispiel To General Video. Da findet ihr dann solche Sachen wie AVI, MPEG 4 oder hier MPEG .mov oder YouTube. Sehr simpel. Ihr wählt einfach eines aus, zum Beispiel AVI, und dann könnt ihr noch die Audioqualität, alles Mögliche einstellen, die Videoqualität und ja, oder sogar wie viele Kerne benutzt werden sollen. Und dann drückt ihr einfach aufs Start und er macht es für euch, konvertiert es. Es gibt hier wirklich ziemlich viele Formate. To Apple gibt es zum Beispiel, da kann man iPad, verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel HD, und kann dann hier nochmal was verändern. iPod Touch vor allem, die haben sogar noch hier so normalen iPod drinne. iPhone, alle möglichen, auch das iPhone 4 in HD dann. Ja. Apple TV und Apple TV HD, also das neue Apple TV. Ja, es gibt noch hat verschiedene HD-Video, To HD-Video, und da sind nochmal eigentlich so gängige HD-Formate drin. To Cellphone, auch eine schöne Funktion, wenn ihr jetzt kein iPhone habt, sondern ein Nokia-Handy zum Beispiel. Oder hier ein Android. Gibt es ein paar, nicht alle natürlich, aber ja. Gut, dann To Sony, auch sehr schön. Auch ich, da ich ein Besitzer, der Besitzer einer PS3 bin, kann hier sehr schön Videos dann umwandeln. Ja. Microsoft finden wir die Xbox oder Zune. Ich glaube, das ist auch so ein irgend so ein Portal. Kenne ich jetzt nicht ganz genau. DVD, ja. Eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. Und auf jeden Fall ein schönes Programm zum Umwandeln. Hier habe ich mal ein Video, das letzte, umgewandelt zu die iPod Touch Version. Und ja, ihr seht, sieht alles gut aus. Halt jetzt niedrigere Auflösung, weil es halt für den iPod Touch 2G konvertiert wurde. Ja. Das war das Programm an sich sehr gut. Ich habe es neulich mal kostenlos bekommen im Zuge des Halloween-Giveaways von den Entwicklern. Es war leider nur noch ein Tag gültig und ich hatte da leider keine Zeit, ein Video zu machen. Deswegen, sonst hätte ich dann schnelles Quick-Tipp gemacht. So kostet es heute für Mac $35 und für Windows, ich glaube, ein bisschen weniger, $30, ist aber zurzeit auch runtergesetzt. Also diese Preise, finde ich, sind nicht okay. Das ist eindeutig zu teuer. Ja, $35 hier mal für die Mac-Version. Ich weiß nicht, das sind vielleicht $30 ungefähr. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall finde ich das zu teuer, weil es gibt super Alternativen. Natürlich QuickTime, aber auch sowas für den Mac wie Handbrake oder MPEG Stream Clip, mit denen ihr sehr gut und kostenlos konvertieren könnt.
Von daher finde ich dieses Tool eigentlich nur für, ich habe es kostenlos bekommen, dann kann man es sich mal installieren und ausprobieren. Ansonsten ansonsten empfehle ich kostenlose Alternativen wie eben für Mac MPEG Streamlit bzw. QuickTime. Handbrake ist auch noch eine sehr gute Alternative. Ja, gut, das wär's. Also, falls der Entwickler nochmal sowas macht, so ein Giveaway macht, in irgend, keine Ahnung, Weihnachten oder sowas, dann lohnt es sich, probiert's mal aus. Ansonsten würde ich es euch eher nicht empfehlen, dafür $30 bzw. 35 hinzublättern. Gut, das wär's. Bis zu meinem nächsten Video und tschüss.